Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo, heute bei mir auf dem Kanal. Heute steht bei uns nochmal ein bisschen Quantenmechanik auf dem Programm, und zwar die Einführung in die Quantenmechanik, nämlich sozusagen die Versuche, die am Anfang standen, die das Tor zu diesem Gebiet der Physik geöffnet haben. Und einer dieser Versuche davon ist der sogenannte Hallwachs-Versuch, und der hängt wiederum mit dem äußeren Fotoeffekt zusammen. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Wir haben also als Versuchsaufbau relativ einfache Materialien. Ich habe eine Quecksilberdampflampe, die liefert mir ein sehr energiereiches UV-Licht. Ich habe hier eine Zinkplatte. Diese Zinkplatte habe ich so poliert, dass sie eine sehr blanke Oberfläche enthält. Und diese Zinkplatte schließe ich an ein Elektroskop an. Dieses Elektroskop habe ich hier mit diesem blauen Kunststoffsockel gegenüber dem Boden isoliert. Und davor, da habe ich so eine Spirale, eine Drahtspirale, und das ist meine Auffängerelektrode. Und diese Auffängerelektrode oder auch Ableiteelektrode genannt, die müsste ich jetzt nicht zwingend haben, aber sie präzisiert das Versuchsergebnis, weil nämlich die Elektronen, die dadurch ausgelöst werden, sozusagen aus dem Lichtstrahl abgelenkt werden. So, jetzt schauen wir uns mal die Durchführung an. Das Erste, was ich mache, ist, ich lade die Zinkplatte negativ auf. Wenn ich diese Zinkplatte negativ auflade, dann wird das Elektroskop ebenfalls elektrisch geladen, nämlich sowohl die Halterung als eben auch der Zeiger. Und deswegen gibt es eine Abschlussreaktion und der Zeiger schlägt aus. Also was passiert jetzt, wenn ich meine Quecksilberdampflampe in Betrieb nehme? Ja gut, dann bestrahle ich diese Zinkplatte mit diesem, wie wir hier sehen, UV-Licht, also mit dem sehr energiereichen Licht. Und jetzt passiert folgender Effekt. Wir sehen schon, es werden Elektronen aus dieser Oberfläche ausgelöst. Dadurch werden es weniger, und wir sehen, der Ausschlag des Elektroskopes geht zurück. Die ausgelösten Elektronen fließen über die Ableiteelektrode ab. Dieser Vorgang wiederholt sich, und zwar so lange, bis das Elektroskop entladen ist. Und wie gesagt, also was beobachte ich? Ich beobachte also eine Entladung des Elektroskops, und die hat zur Konsequenz, dass die nur funktioniert, wenn ich Elektronen aus der Zinkplatte auslöse durch dieses UV-Licht. Und dadurch werden die ausgelösten Elektronen über die Ableitelektrone abgeleitet, und der Vorgang geht genau so lange, bis keine Elektronen mehr auszulösen sind. Dann ist das Elektroskop entladen und es passiert dann nichts mehr. Ja? Und sehen tue ich das daran, dass der Zeigerausschlag während des Elektroskops während der Durchführung des Versuches auf Null zurückgeht. So, jetzt kann ich den Versuch variieren, und zwar halte ich jetzt in den Strahlengang dieses Lichtstrahls eine Glasplatte. Ja, das ist die erste Variation. Ich habe wieder die negativ geladene Zinkplatte, das Elektroskop sieht man hier schon, ist geladen, und jetzt halte ich hier eine Glasplatte hinein. Wiederum strahle ich jetzt mit der Quecksilberdampflampe bestrahle ich nun wieder die Zinkplatte. Jetzt hat es aber, die Glasplatte hat einen Effekt, und zwar filtert die jetzt aus diesem Licht der Quecksilberdampflampe sozusagen dieses hochenergetische UV-Licht, also das eine sehr hohe Frequenz hat, sehr große Frequenz hat, heraus, sodass praktisch ein weniger energiereiches Licht übrig bleibt, weil ich diesen UV-Anteil herausfilter. Und wenn ich jetzt schaue, dann kann ich schauen und nochmal schauen, und es passiert nichts. Das heißt, in diesem Fall wird das Elektroskop nicht entladen, ja, weil eben die Energie, die jetzt noch in dem Licht steckt, nachdem ich den UV-Anteil herausgefiltert habe, eben zu niedrig ist, als dass ich Energie herauslösen, dass ich Elektronen auslösen kann. Wenn ich keine Elektronen auslösen kann, dann wird die Zinkplatte nicht entladen, somit können keine
Drohnen von dem Elektroskop auf die Zinkplatte abfließen, um danach wieder ausgelöst zu werden. Also dieser Vorgang funktioniert nicht. Das Elektroskop bleibt geladen. Ja, steht auch hier bei der Beobachtung jetzt dabei. Jetzt haben wir noch eine kleine Variation. Und zwar, ich lade jetzt die Zinkplatte eben nicht negativ, sondern positiv. Und schaue dann, was passiert. Ja? Also, das schaut dann so aus. Jetzt habe ich hier noch ein Symbolelektron drin, weil positiv geladen heißt ja nicht, dass alle Elektronen verschwinden müssen, sondern wir wissen, ein Gegenstand ist dann geladen, wenn die positiven Ladungen überwiegen und die negativen in der Minderheit sind. Ja? Und deswegen habe ich jetzt hier noch symbolhaft für die Tatsache, dass auf dieser Zinkplatte noch ein paar Elektronen drauf sind, habe ich eines sozusagen in der Darstellung belassen. Ansonsten ist also jetzt diese Zinkplatte positiv geladen. Auch das Elektroskop ist sowohl an der Halterung als auch am Zeiger positiv geladen. Ich weiß, gegen Ladungen mit gleicher Priorität, also in diesem Fall mit positiver Ladung, die stoßen einander ab und deswegen sehe ich wieder den Ausschlag des Zeigers, auch wenn das Elektroskop positiv geladen ist. So, ich schalte wieder meine Quecksilberdampflampe ein und ich sehe jetzt, das Elektron, das da noch drauf ist, wird ausgelöst und wandert über die Ableitelektrode ab. So, jetzt kann ich das mit den Elektronen, die da draußen sind, alle mir eben so vorstellen. Übrig bleiben jetzt diese positiven Ladungen. So, das ist also im Endeffekt die Platte, nachdem die Elektronen jetzt auch noch weg sind, noch ein kleines Stück positiver geladen ist. Aber dieses Mehr an Ladung fällt meistens nicht auf, sodass also der Ausschlag des Zeigers einfach gleich bleibt. Also stelle ich fest, in diesem Fall wird die das Elektroskop auch nicht entladen, weil die Zinkplatte nach dem Auslösen der letzten Elektronen eben vielleicht noch ein bisschen positiver ist, aber das kann man mit dem Elektroskop nicht anzeigen und damit bleibt das Elektroskop positiv geladen und es tut sich nichts für den Betrachter. So, das wären jetzt mal diese Versuchsreihe zu den Hallbachs-Versuchen. Jetzt fragen wir uns, was sagt uns das? Ja, das Erste, was es uns sagt, ist, wenn ich die ersten beiden Variationen des Versuches mir anschaue, dann sehe ich, dass die Glasplatte also einen gewissen Frequenzbereich herausfiltert und das sind die Photonen, die praktisch eine höhere Frequenz besitzen und daher mehr Energie zu den Elektronen transportieren und wenn die fehlen, und dann haben die restlichen Photonen zu wenig Energie, um die Auslösearbeit zu leisten. Also mit anderen Worten ist es so, dass dieser Versuch von der Frequenz der Photonen abhängt, die auf diese Zinkplatte stoßen. Ja? Also wie gesagt, ich sehe nur, wenn ich praktisch die Glasplatte nicht in den Strahlgang halte, funktioniert der Versuch. Wenn ich die Glasplatte reinhalte, werden die Frequenzen energiereiche Photonen ermöglichen, eben herausgefiltert, diese Photonen, und damit habe ich zu wenig Energie hinten auf der Platte, die absorbiert werden kann, um die Auslösearbeit zu leisten. Also kann ich sagen, diese Auslösung von Elektronen hängt also von der Frequenz des Lichtes ab. Ja? Und als letztes kann ich noch sagen, wie deute ich diesen Versuch? Ja, diesen Versuch kann ich so deuten. Es treffen also auf der Platte Elektronen auf, die Photonen auf. Diese Photonen besitzen eine Energie, die wir nach Planck über H mal F berechnen. Und wenn das jetzt eben ohne die Glasplatte ist, dann habe ich da eben Photonen aus dem UV-Bereich, die eben sehr viel Energie transportieren, weil sie eine sehr hohe Frequenz besitzen. Und dann bedeutet es, dass durch diese Energieübertragung auf die Elektronen diese in der Lage sind, die Auslösearbeit aus der Metalloberfläche zu leisten. Und die Elektronen, die dann praktisch außerhalb der
Platte sich befinden, die besitzen dann eine kinetische Energie. Und diese kinetische Energie wird nach der Einstein-Gleichung berechnet, nämlich die ist die Energie, die sie durch die Photonen bekommen, H mal F, minus die Auslösearbeit, die sie leisten müssen, also minus WA. Und damit bestätigt eigentlich der Hallbachs-Versuch genau die Deutung des photoelektrischen Effekts nach Einstein. Und das wollte ich euch noch kurz zeigen. Ich danke euch fürs Zuschauen auf meinem Kanal. Wer Fragen und Anregungen hat, nutzt bitte die Kommentarfunktion. Ansonsten wünsche ich einen schönen Abend und freue mich, wenn ihr wieder bei mir im Kanal das nächste Mal mit auf Physik- oder Mathe-Reise geht. Aus diesem Grund wünsche ich allen bis zum Wiedersehen alles Gute, eine gute Zeit und sage aus Garmisch Servus.